Hallo zusammen, ich bin's Raphael. Kurz möchte ich Stefan Brandes grüßen und den Peter Fellmann. Beide unterstützen mich auf meiner Patreon-Seite. Vielen Dank. Jetzt zum Video. Ich wollte euch eine Partie zeigen. Und zwar bin ich auf die Idee gekommen, als vor ein paar Monaten bei der Europameisterschaft der Niklas Huschenbeet in der letzten Runde seinem Gegner nach ein paar Zügen Remis angeboten hat und verstand nicht so richtig, weshalb dass seine Fans und Abonnenten nicht so toll fanden. Und deshalb hatte ich gedacht, ich muss mal diese Partie zeigen, und zwar Hübner gegen Rogoff aus dem Jahre 1972, weil da geht es auch um das Thema Remis. Und ich kann euch mal zeigen. Das sind die Voraussetzungen, damit eine Partie Remis endet. Das sind ganz schön viele, das sind mehr als man denkt. Also das Erste, was wir hier zum Beispiel haben, eine Partie ist Remis bei einem Patt. Das heißt, wenn der gegnerische König keinen gültigen Zug mehr hat, aber nicht im Schach steht, dann ist er Patt. Wenn zu wenig Material da ist, dann ist es auch Patt. Also nur noch zwei Könige oder König Springer gegen König. Bei dreimaliger Stellungswiederholung oder Dauerschach, das ist auch dann Remis, wenn es einer reklamiert. Dann gibt es die 50-Züge-Regel. Wenn 50 Züge keine Figur geschlagen oder kein Bauer bewegt wird, kann man auch Remis reklamieren. Dann gibt es noch eine 75-Züge-Regel, die kennen viele nicht, ist auch nicht ganz so wichtig. Das ist das gleiche wie die 50-Züge-Regel in der Art. Bloß wenn die Spieler in der Panik sind und nicht wissen, nicht kontrollieren können, sind es jetzt dreimal die gleiche Stellung oder nicht. Beim Dauerschach ist es einfach, da geht es immer hin und her, aber die 75-Züge-Regel besagt eben, wenn 75 Züge keine Figur geschlagen oder kein Bauer bewegt wurde oder fünfmal die gleiche Stellung war, dann ist der Schiedsrichter angehalten einzugreifen und Remis zu machen. Dann gibt es auch noch eine Partie, ist auch dann Remis, wenn die Zeit bei einem abläuft, der andere aber nicht genug Material hat, um mich matt zu setzen. Dann ist auch Remis. Also man hat da nicht verloren, wenn die Zeit abläuft. Wenn der andere nur noch einen König hat, dann ist es Remis, auch wenn meine Zeit abläuft. Und dann gibt es noch so einen Spezialfall, wenn einer keine Gewinnversuche mehr unternimmt, sondern nur noch irgendwie hin und her zieht, um den anderen über die Zeit zu schubsen. Das ist im Blitz okay, aber im Schnellschach und in Turnierpartien, in Langpartien, könnte man denn reklamieren, das heißt anhalten, Schiedsrichter holen und sagen, hier, der zieht nur noch hin und her, will mich über die Zeit schubsen. Und dann wird auch Remis gegeben. Und dann gibt es noch einen Punkt, letzten Punkt, Einigung. Und das ist der Punkt, um den wir uns gleich nochmal kümmern wollen und weshalb ich diese Partie zeige. Wer war Dr. Robert Hübner? Habe ich mal ein Bild von ihm. Hier habe ich kein Bild von ihm. Bisschen rüberschieben, damit man ihn noch sieht. So. War über mehrere Jahrzehnte der stärkste deutsche Schachspieler, der einzige Schachspieler, der wirklich in der Weltspitze war in den 70er und 80er Jahren. Ist immer knapp gescheitert dran, auch mal vielleicht um die WM zu spielen. Galt als einer der besten Spieler, war mal Nummer 3 der Elo-Weltrangliste und war ein genialer Spieler, aber er scheiterte immer ein bisschen an den Nerven. Unter Drucksituationen und hat dann auch vielleicht zu schnell aufgegeben. Und das unterscheidet dann eben solche Top-Spieler, die vom Talent vielleicht genauso stark sind wie die anderen absoluten Top-Spieler, aber eben vielleicht nicht die Kondition haben, nicht die Konzentrationsfähigkeit haben, vielleicht nicht das Nervenkostüm haben. Das war immer ein bisschen sein Problem. Trotzdem, er war 20 Jahre lang in der Weltspitze und sogar in seiner besten Zeit wirklich Top 3 mal. Er war aber auch nicht immer so ein leichter Charakter. Also komme ich gleich noch wieder darauf zurück, aber er hat immer so, sagen wir mal, war so ein bisschen rebellisch, war so ein bisschen, ja, trotzig, hat sein Recht oder sein vermeintliches Recht versucht zu verteidigen. Also er hat zum Beispiel auch mal drum gekämpft, Copyright für seine Schachpartien zu erwirken, ist damit aber gescheitert. Das ist bei diesen Top-Spielern öfters so, dass die so ein bisschen
ja, nicht so richtig sozialisiert sind oder andere Kinder kriegen eben irgendwo in der Schule mal einen auf den Deckel und diese Wunderkinder im Schach, die spielen dann nur noch gegen Erwachsene. Andere Kinder sind viel zu schlecht und dadurch sozialisieren sie sich auch nicht so toll denn. Und dann kommen manchmal so ein bisschen verschobene Charaktere zustande, wie so, was weiß ich, Kasparov, Fischer, vielleicht auch ein bisschen Robert Hübner. Lange Vorrede, kurze Partie. Wir schauen mal rein. Also, englische Öffnung hat Robert Hübner gespielt. Es war eine Studententeam-Weltmeisterschaft 1972. Kenneth Rogoff, auch ein starker Spieler, aber jetzt sagen wir mal deutlich schlechter als Hübner damals, geht hier in einen königsindischen Aufbau. Königsindische Verteidigung. Also wenn jetzt mal Weiß Springer C3 spielt, dann haben wir so diesen ganz typischen Aufbau vom Königsindisch. Die typische Bauernstruktur, die Figuren um den König rum, die ihn schützen. Also es ist eine ganz stabile, gute Stellung, oft mit der Idee Springer weg und dann Bauernangriff. Das klingt so ein bisschen riskant, aber der König hat genug Figuren um sich rum, also er kann es sich erlauben, hier einen Bauernsturm zu machen, weil seine Figuren das dann alle auch unterstützen. Das ist so die Grundidee. In der Partie wurde hier aber etwas anderes gespielt. Robert Hübner spielte den Springer zurück. Anscheinend hat er hier antizipiert, dass sein Springer angegriffen werden kann durch einen Bauernsturm von Schwarz und geht vorsorglich zurück. Absolute Novität sozusagen gab es in der Öffnungstheorie so noch nicht. Hier die nächste Novität, die er raushaut. Dame A4 deckt den Bauern. Sehr gut. Und fesselt hier diesen Bauern. Schwarz hebt die Rochade, durch die Rochade diese Fesselung auf. Und hier ist jetzt so ein ganz strategischer Plan vom Robert Hübner, auf den man gar nicht so kommt. Also fantastischer Zug. Heutige Engines müssten da wahrscheinlich sehr lange dran rechnen, werden wahrscheinlich dann rauskommen, dass das so wie bei Michael Thal eben nicht ganz, ja, gerechtfertigt ist, aber aggressiv gespielt. Er opfert die Dame rein. Er gibt wirklich die Dame. Mit der Idee jetzt Bauernangriff, Stellung aufreißen, Turm dahinter, die Läufer dahinter, das ist die Idee. Und das beeindruckt. Also das beeindruckt. Und wenn man sich da unsicher ist, wenn so ein Gegner so eine Neuheit spielt in der Öffnung, die man nicht kennt, gerade so ein starker Gegner wie Hübner, dann ist es oft ganz gut, dass man sagt, okay, komm, ich opfer das Material zurück. Und füge dem Gegner jetzt so Schwächen zu und gewinne ja auch einen Bauern. Also das ist eben auf Sicherheit gespielt. Jetzt kommt der Bauernsturm am Damenflügel, gleichzeitig die Möglichkeit, Figuren zu entwickeln. Schwarz spielt hier, möchte seinen Turm entwickeln über die A-Linie und dann in die Mitte rübergehen. Weiß expandiert. Und hier läuft Schwarz so ein bisschen in die Falle und nimmt diesen Turm. Dieser Turm ist aber vergiftet, weil Weiß kann den Läufer fangen und kann ihn einsperren. Und jetzt steht natürlich der König hier schon in einem Mattnetz. Also die Idee ist einfach, Bauern vor, Stellung aufreißen und dieser Turm setzt den Matt. Hier ganz geschickt eingedrungen sogar in die Stellung vom König. Hier kommt aber jetzt der Gegenschlag von Schwarz. Hat er wahrscheinlich auch ein bisschen länger drüber nachgedacht. Und es dauert auch, wenn man sowas Ungewöhnliches hat, muss man sich erstmal ein bisschen beruhigen und sagen, okay, man muss sich erstmal wieder fangen und gute Züge finden. Und hier findet er jetzt den sofortigen Ausgleich für Schwarz. Er sperrt den Läufer ein. Jetzt ist der Läufer paralysiert, kann sich nicht mehr bewegen. Und dieser Angriff von Weiß ist jetzt hoffnungslos, der klappt nicht mehr. Und deshalb hat man sich hier, der hat Weiß dann hier ein Remis angeboten und Schwarz hat es angenommen.
Ja, tolle, faszinierende Partie. Was soll das? Also hier haben wirklich jetzt zwei Großmeister gespielt. Oder Hübner, später Großmeister, Kenneth Rogoff 2400er. Das 2400er war um die Zeit natürlich noch einiges mehr wert als heute. Also hier haben wirklich zwei starke Spieler gespielt. Was sollte das? Was ist die Geschichte? Es war so, Robert Hübner hatte schwere Spiele gehabt in der Mannschaft, fühlte sich ausgelaugt und wollte nicht spielen. Und hat seinem Trainer auch gesagt, nee, ich will nicht. Und da hat der Trainer gesagt, du spielst an der 1, du hast Weiß. Dadurch haben die anderen bessere Chance. Spiel einfach, du hast Weiß, mache wie. Und Robert Hübner, spezieller Charakter, hat den ersten Zug gemacht und Remis angeboten. Und Kenneth Rogoff, der ja Außenseiter war, war völlig überrascht, ist zu seinem Teamkapitän gelaufen, hat gesagt, was soll ich machen? Ja, ist doch super, mach Remis. Kam aber der Schiedsrichter, hat gesagt, Entschuldigung mal, Schwarz hat noch nicht mal einen Zug gemacht und ihr macht schon Remis. So geht das nicht. Es kann nicht einfach ein Zug und Remis. Und hat gesagt, okay, das Spiel wird neu angesetzt, ihr müsst eine Partie machen. Und dann haben sie diese Partie gespielt. Also bis hier sah es ja noch normal aus, aber hier wird sich Rogoff schon gewundert haben. Und als er hier die Dame gibt, da wusste er eben, okay, was Sache ist. Und dann hat er so das Spiel mitgemacht. Und dann haben sie diese Baller-Baller-Partie gespielt und hier Remis vereinbart. Ja, das eskalierte dann auch. Alle haben schon zugeguckt. Und der Turnierdirektor hat dann entschieden, nein, ihr müsst die richtige Partie spielen. Und da war es dann Robert Hübner zu blöd und ist nicht mehr angetreten. Und Kenneth Rogoff hat die Partie gewonnen. Und das war also ein Teamwettbewerb. Also es ging da um die Mannschaft. Es ging nicht um persönliches Ego oder sonst was. Ja, ich habe euch eben erklärt, wie ein Remis funktioniert, wann es überall ein Remis gibt. Und der letzte Punkt war durch Einigung. Und die haben sich jetzt geeinigt. Und wie gesagt, Robert Hübner war immer so einer, der eben auch auf sein Recht beharrte und sagte, ich kann Remis machen, dann mache ich ein Remis. Einigung. Und vielleicht wollte er auch so ein bisschen gegen den eigenen Trainer protestieren, dass er sagt, warum lässt du mich spielen, wenn ich nicht spielen will? Das wird man jetzt 50 Jahre später nicht mehr herausfinden. Aber es ist diese Partie geblieben. Und warum ist mir die Partie wieder eingefallen, als ich dieses Remis vom Huschenbeet gesehen habe? Remis gehören zum Schach. Man kann auch keine Remis verhindern. Aber wenn man Schach als Sport betreibt, dann muss man auch dem Wettkampfgedanken Respekt entgegenbringen. Dann muss man einfach darauf verzichten, Absprachen zu treffen, solche Remis zu spielen. Man muss vermeiden, nach 8, 9 Zügen Remis anzubieten. Das mag ja strategisch dann okay sein, wenn man müde ist und sagt, hab keinen Bock und go, ich mache Remis. Aber damit enttäuscht man die Leute, verprellt die Zuschauer und man zerstört das Ansehen vom Turnierschach. Und diese Absprachen, diese Remis-Absprachen, das geht so weit, gibt so die Geschichten, als Kajakin die letzte Norm geschafft hat. Da wurden wirklich die Gegner auch bestochen, dass man gesagt hat, komm, nimm Geld, mach Remis. Hier, mein Sohn braucht die Großmeisternorm. Das heißt, solche Geschichten, und das bringt natürlich Schach in Verruf und Wettkampfschach in Verruf. Unter Freunden so kann man mal sagen, komm, der Spaß ist mir wert, ich mache Remis, aber nicht bei einer Europameisterschaft oder nicht hier bei einer Team-Weltmeisterschaft. Studententeam-Weltmeisterschaft. Was hat man in der Geschichte versucht, das zu verhindern? Es ist immer schwierig, weil man kann ja jetzt auch nicht in die Köpfe reinschauen. Und was man gemacht hat, ist schon im 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts, dass man gesagt hat, Remis zählt nicht, sondern wird wiederholt. Da hat man einmal oder zweimal die Partie wiederholt. Oder man hat auch gesagt, okay, wenn das denn immer noch zweimal Remis ist, dann gibt es nur einen Viertelpunkt und nicht einen halben Punkt. Das heißt, das ist so ein bisschen die Drei-Punkte-Regel aus dem Fußball, die man da versucht anzusetzen. Solche Versuche gab es auch bei Turnieren, dass man gesagt hat, okay, wenn es ein
Remis ist, wird dahinter eine Schnellpartie gespielt. Und wer die gewinnt, oder eine Blitzpartie, und wer die gewinnt, kriegt dann 2 Punkte und der andere nur einen, obwohl beide ein Remis hatten vorher. Was man auch schon Anfang des 20. Jahrhunderts eingeführt hat, ist eine 30-Züge-Regel. Dass man gesagt hat, okay, vor dem 30. Zug darf man kein Remis anbieten. In der Bundesliga gibt es das immer noch, das ist, glaube ich, jetzt 20-Züge-Regel. Also vor dem 20. Zug darf man dort kein Remis anbieten. Kann natürlich auch zu Absprachen führen und so weiter, aber führt jedenfalls dazu, dass eine Partie gespielt wird. Da kommen dann manchmal auch so lustige Partien raus. Also Peter Leko gegen Vincent Keim hat eine Partie gespielt. Da haben sie dann 30 Züge alles abgetauscht, was nicht bei 3 auf dem Baum war. Und dann bleibt eben eine Remis-Stellung übrig. So geht es dann auch. Aber es war wenigstens eine Partie. Trotzdem hat es so einen kleinen Geschmack, den Beigeschmack dann. Was besser ist, ist die Sofia-Regel. Das war ein Turnier in Sofia. Hat also nichts mit der Sofia zu tun. Das war das Turnier in Sofia. Da hat man gesagt, die Spieler dürfen gar keine Remis anbieten. Sie dürfen nur den Schiedsrichter sagen, sozusagen ein Remis beim Schiedsrichter beantragen und sagen, hier guck du mal, ob das jetzt Remis ist. Und der Schiedsrichter muss dann entscheiden, ist die Stellung so vereinfacht, dass es immer ein Remis wird. Und es gibt dann auch sogar, es gibt auch viele andere Bemühungen. Man sagt sogar auch, dass es gar kein Remis gibt, sondern dass man dann immer weiterspielt, bis alles weggetauscht ist. Ist natürlich auch albern. Oder meistens wird gemacht, sozusagen, bis es eine Stellungswiederholung gibt. Also dann suchen die Spieler irgendwo, wo gibt es eine Stellungswiederholung, wo können sie sinnvoll hin und her ziehen, dass sie dreimal die gleiche Stellung haben. Ja, vielleicht habt ihr selber ja auch Ideen, wie man Schach in dieser Hinsicht verbessern kann, damit nicht solche Baller-Baller-Partien dabei rauskommen. Ich glaube, Robert Hübner hat sich für die Partie hinterher nicht wirklich geschämt. Kenneth Rogoff, von ihm gibt es Interviews, da war ihm das doch sehr unangenehm im Nachgang, solch eine Partie gespielt zu haben. Eigentlich hätte er ganz normal die Partie spielen sollen und gewinnen sollen, wenn der Gegner so einen Blödsinn macht und sich nicht darauf einlassen. Das wäre der richtige Weg gewesen. Und mein Tipp an euch ist, spielt weiter, spielt auf Gewinn. Ich persönlich, ich nehme eigentlich ein Remis-Angebote nie an. Wenn die Stellung ausgeglichen ist, spiele ich immer weiter. Nur wenn ich schlechter stehe, also wenn ich so gefühlt wirklich so minus 2, minus 3 stehe und der Gegner bietet mir ein Remis an, dann nehme ich das an. Aber ansonsten nehme ich kein Remis an, sondern ich spiele weiter, das übt, das trainiert. Und auf die Art verliere ich dann natürlich auch mal eine Partie trotzdem noch. Und ärgere mich hinterher, warum hast du nicht das Remis angenommen? Aber das ist jetzt nicht der Sinn vom Schachspielen. Und das solltet ihr euch auch nicht angewöhnen, immer Remis zu machen. Spielt weiter, mal gewinnt ihr, mal verliert ihr. Aber wenn ihr solch eine Partie habt, das ist einfach unglücklich. Und wenn ihr irgendwo ein Turnier spielt und es ist nichts dagegen einzuwenden, dass ihr irgendwo eine Remis-Variante wählt, weil ihr wisst, okay, da ist eine Variante, die führt vielleicht zu einem Abtausch und Remis ist für mich okay. Dann ist das auch total okay. Da ist nichts gegen anzusetzen, einzuwenden. Es kann ja auch sein, man hat einen stärkeren Gegner und man legt den so ein bisschen rein und führt ihn in eine Variante, wo es eine Stellungswiederholung gibt. Dann ist das ja auch was Tolles, das ist das was Cleveres. Aber nicht irgendwie nach 8, 9 Zügen Remis anbieten. Das ist unambitioniert. Denkt immer, was würde Carlsen machen? Würde der ein Remis anbieten? Nee, der spielt noch 5 Stunden weiter und gewinnt das Ding. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.